So, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus, gucken wir mal, was wir da Neues haben. Und zwar ein Golf 6 TSI. Schon laut hier an der Straße. So, jetzt sind wir ein bisschen angekommen im Auto, ne? Wir haben gerade Leute Probe gefahren, das Auto, und wahrscheinlich ist er schon verkauft. Was ich verstehen kann, weil der hat eine wunderschöne Match-Ausstattung. Und wie ich hier sehe, automatisches Fahrlicht oder Lichtautomatik. Klimaautomatik, Sitzheizung, Start-Stopp, Parkkontrolle, Einparkhilfe, Multifunktionslenkrad, Teilledersitze, die echt noch gut aussehen. Check-in gepflegt ist er sowieso. Und hat sage und schreibe 110.000 Kilometer drauf. Gucken wir mal, ob er überhaupt anspringt. Natürlich läuft er. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir den mal rein. So, Mahlzeit, liebe Kollegen. Golf 6, da würde ich sagen, da heben wir den erstmal hoch. Ja? Jetzt erstmal zu den Daten. 1,2 TFSI, der berühmt, nee, der TSI. Zum Glück habe ich nochmal drauf geguckt. Der berühmt-berüchtigte Turbomotor mit Steuerkette, wo man ab und an ganz gerne mal die Steuerkette in tausend Teile fliegt. Jo. Motor ist soweit trocken. Ich kann ja auch noch mal kurz anmachen. Obwohl, nee, da muss ich wieder Kupplung treten, da muss ich da reinspringen. Steuerkette klappert nicht, hört sich super an. Da muss ganz groß drauf geachtet werden. Ein bisschen tackert der, das kommt aber hier von der Hochdruckpumpe. Ne, das ist so ein tackerndes Geräusch. Nicht zu verwechseln mit der Steuerkette. Ja, würde ich sagen, lassen wir mal ein bisschen höher und gucken mal weiter. So, was wir als erstes sehen, die Bremse, die kam vor kurzem neu. Ja, die Beläge, da ist mehr als genug drauf. Vorne sowie auch hinten. Ja, hier ist kein bisschen, die ist noch wie eine CD so glatt. Mach doch mal scharf hier. Und jetzt sind hier Winterreifen drauf, aufs Zubehör Real-Alufelgen von 2015.
Sommerreifen sind natürlich auch dabei auf den Original-Alufelgen. Und die gibt es bei Verkauf mit dazu. Jetzt lassen wir mal ganz hoch. So, jetzt schauen wir mal die üblichen Sachen nach. Antriebswellenmanschette, Heile. Dann das Flexrohr, geht oft kaputt. Das ist aber auch dicht. Ja, und dann Motorölverlust, ist keiner vorhanden, Getriebeöl kommt auch nicht raus. Die Achslager hier vorne, das sieht man jetzt hier sehr schlecht, aber die sind auch nicht rissig. Die sind in Ordnung. Der Auspuff sieht im Großen und Ganzen gut aus. Der ist noch nicht durchgerostet, machen die auch eigentlich so gut wie nie. Die Räder sind freigängig. Ja, mit Rost, Unterbodenrost haben die sowieso keine Probleme. Ja, also der TÜV, der wird wahrscheinlich nichts bemängeln. Na, was sollen wir hier noch groß zu sagen? Worauf man achten muss beim Golf 6, da habe ich ja schon ein, zwei andere Videos. Und ja, da lasse ich mal wieder runter. So, jetzt können wir uns das Auto noch mal im Detail angucken. Einparkhilfe vorne und hinten. Kratzer hat das Auto bis auf minimale keine. Ist auch hier so ein Blue Motion Technology. Hat er ein Reserverad? Ne, hat er nicht. Der hat hier so ein Pannenset. Felgenschloss. Hinten natürlich auch Einparkhilfe. Ja, also von außen super Zustand. Eine schöne Farbe, dieses Dunkelgrau. Eine echt schöne Farbe und... Ui. Spinne. Die Rücksitzbank, hier hat nie einer gesessen, die ist super gepflegt, die sieht aus wie neu, mit den Nähten, also das sieht echt schön aus. Vorne, oft sind hier diese Teillederstücke, dass sie sich also, dass sie die auflösen, dass sie so ein bisschen reißen, aber hier sieht alles noch neuwertig aus. Das Lenkrad sieht gut aus. Der Schaltsack, also Abnutzungsspuren, kaum vorhanden. Ja. Vier elektrische Fensterheber. Und wir können ja noch mal hören wegen der Steuerkette. Ob was raschelt? Ja, also springt an, macht sofort, macht kein einziges Geräusch nach dem Starten. Auch nicht, wenn er kalt ist. Ja, hier würde ich mir keine Sorgen machen, dass die... Dann ist hier die, das TÜV-Gutachten von den Felgen, die hier drauf sind. Und Checkheft können wir auch mal kurz nachgucken. Ja, hier sind diese Wartungsnachweise. War das hier der letzte Service? Ich glaube schon. Ja, den letzten Service hat dabei.
2018. Ja, ist jetzt ein Jahr her bei 88.000. Jetzt hat er 110. Ja, der ist jetzt fällig. Den machen wir noch. Und sonst ja, immer bei zur Inspektion gewesen. Ja, also keine großen Sorgen. Tun wir wieder rein. Jo. Nur mal zu den Daten. Erstzulassung Februar 2012. 1,2er, 110.000 Kilometer, 105 PS. TÜV hat der jetzt noch bis Februar 21. Der Preis ist heiß. 7,2 ist ein guter Preis. Den werde ich auch bekommen. Da werde ich auch nicht runtergehen. Sitzheizung hat der auch. Ja, was soll ich noch sagen? Kein Geld mehr drin. Ja, dann würde ich sagen, das ist der Golf. 7-2, wer zuerst kommt, mal zuerst. Danke und tschüss.